Und damit wieder mal ein herzliches Hallo hier aus Edenkräfter, hier von unserem Planeten, der so richtig langsam schön grün wird. Und ich habe es geschafft, ich habe unsere Fläche endlich zugemacht. Ihr seht's, ja, hat eine Weile gedauert. Aber naja, dann habe ich hier oben mal angefangen mit Bauen und Basteln, weil ich dachte, probierst einfach mal. Uns fehlte ja noch eine Ressource, die angebunden werden musste, der Kobalt. Und ja, ich wollte es erst gerade runterlegen, aber das sah jetzt nicht so besonders aus. Da dachte ich, spiel's mal ein bisschen, und da ist mir dieser tolle Turm in den Sinn gekommen. Ich finde doch, das hat was. Oder? Was sagt ihr? Ja, wie, was, warum? Ganz einfach, ich habe einfach die... Also dann habe ich genug Material einstecken. Oder im Lager. Da können wir es ja nochmal nachbauen. Platin. Komm, wir holen mal ein paar Platin. Da zeige ich euch das mal. Funktioniert ganz gut. Sieht sogar ganz gut aus. Und solange es hier nichts gibt, mit dem wir senkrecht nach oben transportieren können. Da. Komm, am besten hier oben auf der Fläche. Jupp. Und zwar, eigentlich ganz einfach, ich habe diese genommen. Den Eingang kann man ja unten wählen, von welcher Richtung man aus kommt. Meistens kommt man von der Seite, wenn man irgendwo runter will. Ich habe den hierher gesetzt, habe den nächsten oben drauf gesetzt. Und dann, je nachdem, in welche Richtung man dann abgeben will, habe ich die daneben gesetzt. So, und damit das hier ein bisschen passt, ein dazwischen, so für den Abstand, weil der Abstand passt nämlich ganz gut. So. Und dann werde ich euch gleich mal eine Eigenart zeigen, wo ihr drauf achten müsst, damit es schön aussieht. Na komm. So. Den weggenommen, weil der wird ja nicht gebraucht. Vom Prinzip her ist das der einfachste Aufbau. Allerdings, um den zu verschönern, hat man hier ja das Problem, dass man die Blöcke nicht setzen kann. Seht ihr das? Das wird irgendwie nichts. Liegt daran, dass... wo haben wir denn? Ich setze mal die Blöcke. Das ist das, was es werden soll, eigentlich. In dem Bereich soll der stehen. Da kann man nämlich ganz schön hier mit den dreieckigen Dingern die Ecken abrunden. Sprich, das Band darf nicht mittig sein, wie gewohnt, sondern das Band muss sozusagen immer über zwei gehen. Also im Raster zwei hier. Ja, wenn es denn mal gehen soll. Das ist immer so schlecht, dass man von oben drauf gucken kann. So. So. Und dann passt das nämlich. Dann kann man nämlich schön hier unten die ersten Ecken setzen. Und wird es schwierig, weil die Ecken, wenn die keinen Anschlagpunkt haben, lassen die sich ganz doof setzen. Macht es am besten so. Ihr setzt hier den Block hin. Und dann... Na, es will es wieder nicht. Naja, Vorführeffekt. Das ist jetzt der Vorführeffekt. Wenn was funktionieren soll, na, ach man, will nicht. Hat im Test soweit gut geklappt, weil wenn ihr guckt, die Dinger sind nämlich, die passen nämlich genau ins Raster. Dann lasst uns mal das Ding aufheben. Ah klar, weil die Blöcke ja unten drunter sind. Stimmt ja. Bitte? Naja. Vorbereitung ist alles. Da. So. Ja, ich bin ja auch ein Depp.
Weil das sind ja drei und nicht zwei. Das sind ja auch drei und nicht zwei. Da kann man nämlich hier schön, wenn man es hinkriegt, da, die schön nach oben verkleiden. Ist halt ein bisschen tricky. Gib mal den. So, gib her. Zack. Geh doch mal weg. Davor für Effekt. Jetzt geh weg, du Block. Da. So, dann ist zumindest eine Seite immer schön eingepackt. Das funktioniert allerdings immer nur von einer Seite. Ihr müsst dann halt gucken, welche Seite für euch die Sichtseite ist. Dann könnt ihr das nämlich so schön reinpacken. Eine Seite passt, dann passt das auch schön hier. Dann könnt ihr nämlich auch hier die Blöcke nehmen, um das dann ein bisschen zu verschönern. Geh weg. Haben wir noch einen? Wenn was klappen soll. Da. So. Die sieht schön eingepackt aus, die Seite da. Und die andere Seite geht dann halt natürlich nicht so schön, aber das ist dann nur meistens die Seite, die eh nicht die Sichtseite ist. Von daher. Da. Warum will er die jetzt nicht hier? Manchmal ist das Spiel schon ein bisschen eigenartig. Manchmal will es einfach nicht. Ja, aber so der Turm. So, und dann nehmt ihr egal, in Abhängigkeit davon, welche Seite ihr verbauen wollt oder von wo ihr herkommt, müsst ihr dann selber entscheiden. Oder anpassen, je nachdem, von wo. Komm, nochmal das Band. Zum Beispiel hier ist der Eingang. Hier geht's rein und soll auf die nächste Etage hoch. Geht er entweder hier gerade drauf, wenn es mal gehen soll. Ach nee, das ist ja der Ausgang. Ich bin ein Depp. Ja. Da drauf. Und von hier aus dann eine Etage höher natürlich. Und von hier aus dann wieder da hoch und von hier aus dann dahin. So, und habt dann einen schönen Aufgang und habt dann natürlich die Wahl, in welche Richtung es wieder weggeht. Also entweder in die Richtung oder in eine der anderen. Aber so könnt ihr rein theoretisch eine relativ hohe Säule bauen und, naja, schaut mal hier, was für einen Umweg wir machen mussten, um hier gerade runterzukommen. Wie viel Fläche das braucht und wie einfach das Kleine ist, kostet ein bisschen mehr Material. Ja, und dann könnt ihr entweder die Türme stehen lassen oder ihr nehmt sie raus. Das war wieder der falsche Tastenkombi. Nehmt sie raus und baut die dann zu. Ich liebe das Spiel manchmal, also manchmal zeigt das Spiel mir richtig, wie buggy ein schönes Spiel noch sein kann und trotzdem Spaß machen. Da. Und dann passt es noch nicht mal. Ach so. Den soll er rausnehmen. Also wie oft ich jetzt schon Teile gelöscht habe, die, wo es die falschen waren und die, die er eigentlich behalten sollte, waren dann weg. So. So einfach ist. Und dann baut er den Rest des Turmes dann einfach zu. Könnt noch höher bauen oder müsst den hier drehen, den letzten. Weil ihr müsst ja hier raus und dort wieder rein. Sprich, ihr nehmt den Teiler wieder. Guckt, wo er reinkommt. Zack. Beziehungsweise, in welche Richtung ihr rauskommen müsst.
Und dann geht's. Naja, das ist der Vorführeffekt. Aber vom Prinzip her. So, und dann könnt ihr hier. Zack, wieder raus. So, und dann könnt ihr, dann füllt ihr die Fläche dazwischen einfach mit Blöcken aus oder. Ja. Mit den Dreiecken, so wie ich euch das vor uns versucht habe zu zeigen. Ja, dann sieht das zumindest architektonisch noch ein bisschen schön aus. Und das Schöne ist, hier passt genau noch das, der eine Block dazwischen. So. Und hier füllt er das einfach. Zack. Könnt ihr ganz ausfüllen oder auch nicht. Oder mehrfarbig machen. Ja. Gut. So. Und könntet sogar die hier eine Seite überbauen. Aber mir gefällt das so besser, wenn die schön integriert sind. Ja. Sprich, ihr habt eine schöne Seite und eine, naja, nicht so schöne oder ich sag mal hässliche Seite. Könnt ihr natürlich sagen, okay, ja. Macht das so, aber das ist alles. Aber grundlegend passt. Und durch die halben Blöcke sieht das sogar noch fast schön aus. Ja. Wollte ich euch nochmal so gezeigt haben. Habe ein bisschen geknüffelt und gemacht, wie komme ich am besten nach unten. Und bin dann doch dabei hängen geblieben. Hatte noch zwei, drei andere Versuche im Versatz gehabt. Die sahen dann aber nicht ganz so schön aus. Beziehungsweise waren nicht so einfach zu bewerkstelligen. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn man Blueprints hätte. Wie bei diversen anderen Spielen. Wo man die Dinger nicht jedes Mal neu bauen muss, sondern einfach nur sagt, okay, man hat sie fertig und stapelt die übereinander. Ja, aber man kann nicht alles haben. Ja, das kurz zu diesem Exkurs. Den ganzen Mist wieder wegreißen. Ja, dann habe ich zwischendurch mal ein bisschen unten auf der Fläche gespielt gehabt. Mal geguckt, welche Dinge oder für welche Dinge brauchen wir was. Gerade um Rezepte zu machen, die man häufig braucht, was man auch ins Lager legen kann. Und hab so einige identifiziert, wo ich sage, okay, die machen Sinn. Ein paar stehen noch. Ein paar andere habe ich schon wieder weggemacht, weil sie mir im Weg waren, auf der unteren Fläche. Ja, und das ist heute eigentlich so das Ziel. Hier mal ein Lager. Das Gemeine ist mit dem Zielen. Du nimmst teilweise Dinge weg, die du gar nicht wegnehmen willst. Ja, ja. Noch mehr Löcher? Ja, bestimmt. Das ist auch so eine Sache. Bei den Betonblöcken hier kriegt man es noch mit. Aber bei Erdblöcken wundert man sich dann, dass man in der. Dass die Drohne immer so nachschweben muss. Du richtest die aus und dann macht die noch so einen kleinen Mühe in die andere Richtung. Da. Die hat so eine Trägheit drin. Macht sich für eine eigentliche Bewegung schön, weil die natürlicher aussieht. Aber fürs Bauen, da, seht ihr? Das ist. Wenn du gleich setzt, wenn du so ungeduldig bist wie ich, dann könnte es sein, dass du den Block neu machen musst. So, da haben wir noch einen. Machen wir hier weg. Ja. Hier habe ich mir mal erlaubt, mal ein paar beschichtete Stecker zu machen. Eigentlicherweise den ganzen Container voll, weil da werden wir eine Menge brauchen. Hier habe ich mir mal Draht gemacht, um mal zu gucken, welche Sachen wie woher kommen müssen.
Gummi, ach halt, Gummi war alle. Gummiproduktion, ganz dringend, weil das braucht ja so ewig. Also Gummi wird eins der Punkte sein, die wir ganz dringend brauchen. Dann hatte ich hier mal schon ein paar Computer machen lassen. Ist ein einfaches Rezept, Platine und Kabel. Platine, Kupferplatten und Silizium. Relativ nah beieinander die Ressourcen. Und Kupfer haben wir ja sowieso für die Kabel. Und die Platinen habe ich hier mir welche machen lassen, damit ich darüber stapeln kann. Ja, Kupferplatten und Silizium. Also relativ einfache Ressourcen, die auch hier oben nah beieinander liegen. So, hier habe ich mir noch ein paar Osmiumbarren gemacht, noch ein paar Goldbarren, damit ich das bestücken kann. Damit wir hier ein paar Osmiumlegierungen haben. Und die wiederum habe ich benötigt, um aus den Eisenträgern, die wir ständig brauchen, ne, die ich automatisch produzieren lasse, habe ich hier schon mal ein paar Verbundträger machen lassen und ein paar Isolierschichten. Wir haben sozusagen ein bisschen Material jetzt schon mal auf der Hand. Kupfer hatte ich bisher immer nur hier oben reingeworfen. War für mich das Einfachste. Ja. War sonst noch was jetzt, was Wichtiges war? Nee. Achso, ich habe hier mal noch ein paar Keramikkomponenten schon mal vorab angelegt. Ja, das war eigentlich so das, was ich getan habe. Fläche zu, da oben das gebaut und die Sachen vorbereitet. So, nun müssen wir halt mal sehen. Wir können jetzt die Sachen hier einfach auf die Fläche stellen und einfach irgendwo verlängern und wissen dann unterm Strich nicht, wo wir hin müssen. Machen wir hier die Drohne an. Weil die Abstände, naja, gerade durch die Bänder macht sich halt immer ein bisschen schwierig. So passt das gerade so, der Aufbau. Aber wenn die Ressourcen weiter auseinander liegen oder näher zusammen, ist das schon schwierig. Ich würde zuallererst mal schauen, dass wir Sachen wie Gummi rankriegen. So, hier haben wir natürlich viel Platz. Der große Felsen hier stört mich ein bisschen. Der geht sowieso flöten, also drücke ich X, zack, ist er weg. Weil Steine kriegen wir überall her. So, ich würde hier als erstes drei Warenhäuser setzen wollen. Wir müssen mal gucken, wir brauchen noch Kabel. Da haben wir Glasplatten, müssen wir mal noch welche machen. Beziehungsweise welche holen. Ich vergesse immer, dass ich mit der Drohne rumschwebe. Was ja bedeutet, dass ich ja nur einen begrenzten Radius habe. Ich habe hier unten mal in unserem Keller mal das Quarz angeschlossen. Habe hier Glasplatten durchlaufen lassen und hier oben Silizium. Damit wir schon mal ein bisschen was auf Lager haben. Hier legen wir dann unser Silizium bzw. unseren Quarz raus, den wir dann brauchen. Also manchmal hängt er an Stellen, wo er nicht hängen soll. So. Warenhaus. Jetzt wird es natürlich gemein, weil... Ach, Kabel wollte ich noch mitbringen. Weil dort, wo ich die jetzt hinsetzen wollen würde, ist die Fläche noch kein Betonkabel. Da. Noch kein, nicht genug fertig da. Wie viel brauche? 100. Okay, da kann man ein paar machen. Ich würde zum einen hier vorne in Warenhaus setzen. Gleich hier vorne dran, damit so der erste Schwung hier rüber kann. Gemeinerweise ist die Fläche dann sozusagen unten vom Boden her grün. Darum möchte ich das jetzt setzen, beziehungsweise möchte das aber mittig im Raster setzen. Müssen wir mal schauen, dass klar ist, sind die Eingänge. So. Nummer 1, da haben wir die Sachen, die ja von der Fläche kommen, können wir schön hierher packen. Dann soll hier dazwischen, halt, machen wir auch mal hier, nur so als Marker, damit wir sehen, wo wir hinkommen. Mit Lücke natürlich dazwischen nach drüben.
Das sollte meines Erachtens nach jetzt passen. Ja. Ja, damit wir immer zweispurig da reinkommen. So. So haben wir hier noch einen Spalt dann dazwischen, wo wir sagen können, wir haben da die Möglichkeit, noch Förderbänder durchzulegen etc. Witzig wird es jetzt hier. Müssen wir mal gucken, wie viel Platz wir hier haben. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oben ist nichts, was wir brauchen könnten. Was ist denn dort? So, ich war ja gar nicht oben. Ja. War nur da. Ach, das war nur nicht fertig gerendert. Okay. So, also hier ist nichts, was wir an Ressourcen brauchen könnten. Und hier würde ich jetzt das dritte Warenhaus hinsetzen. So. Sollte sozusagen passen. Würde ich jetzt zeigen. 1, 2, 1, 2. Okay. Gut, dann haben wir jetzt hier sozusagen drei Warenhäuser oder Lagerhäuser. Warum ich immer Warenhaus dazu sage, weiß ich nicht. Habe ich mir irgendwie so angewöhnt. Vielleicht, weil die so riesig sind. So, die können weg. Da-dam, ba-dam, da-da-dam, ba-da-da-dam. Und irgendwo haben wir unseren Wagen. Da können wir das nämlich gleich angleichen. Ich glaube, der ist... Gute Frage. Ist der in der Garage? Falsche. Platz haben wir. Geladen ist er. Das Schöne ist, das Material für den einen ist gleichzeitig das Material für den anderen. Was schon mal super ist. Da. Bum, bum. Da. Ich hatte ja die Batterien rausgenommen gehabt für unseren großen Ausflug. Ja. Das muss uns reichen, eine. Bim, 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 bim. Ja, ich hätte das jetzt mit der Hand wegmachen können, aber da habe ich ehrlich gesagt keine Mauge zu. Ja. Badadam, bam, bam. Cool. Wie gesagt, gemeinerweise sind die Lagerhäuser jetzt mit Grünzeug, weil ja nichts unten drunter ist. Ich weiß noch nicht, ob mein Monk sich damit zufrieden geben will oder ob er die Fläche auch noch mit Beton machen will. Ich glaube aber, er plädiert eher für Beton, was wieder eine ganze Weile dauert. Und damit das so nach und nach, würde ich das erste Lager hier vorne als erstes nehmen. Markieren, wo die Ecke hinkommt, damit wir das dann leichter beim Setzen haben. Und das gleiche hier. Und nun reiße ich das nochmal weg. Mach die Fläche mal schnell, was heißt schnell, aber mach die Fläche mal mit Beton zu. Und dann sehen wir uns gleich mit betonierter Fläche wieder. Zumindest mit der ersten betonierten. Vorher erstmal noch was. Gut, dann bis gleich. So, die Fläche ist glatt und plan. Wir können unser Warenhaus, unser Lagerhaus wieder hinsetzen. Als nächstes würde ich dann mal die größeren Lagerhäuser, aber ich glaube, die sind vom Platz her so riesig. Eisenträger, Basalt, Hamburg.
Wir setzen erstmal die. Die kommen hier unten schön hin. So, dann haben wir hier unten das erste. Die würde ich dann sozusagen nachfolgen, dann in dem Schnitt oder zwischen den Folgen einfach mal den Boden bereinigen. Aber wichtig ist ja, dass man dann damit erstmal seht, was ich vorhabe. Und dann können die wieder weg. Weil ich mag nicht, dass das Gras hier durchguckt. Zumindest an den Stellen, wo es nicht hingehört. Dort, wo es hingehört, kann es ruhig. Also hier dazwischen darf es ruhig wachsen. Habe ich nichts dagegen. Auch wenn es hier ein bisschen drüber wächst. Ah ja, es ist halt Natur. So. Warum aber die Lücke? Wir brauchen ja für Gummi und Gummibänder brauchen wir Wasser. Und das nächste Wasser ist hier hinten erst relativ weit weg. Beziehungsweise hier vorne. Und wenn wir mal schauen, wir können rein theoretisch mit dem Wasser hier unten quer durch ohne Probleme. Problematisch ist halt, das Wasser hier wirklich rübergelegt zu bekommen. Weil von hier drüben, von der Hauptleitung aus, bis dahin ist schon ein Stück. Und da habe ich mir so Gedanken gemacht, wie können wir denn das eventuell bewerkstelligen. Gib mir mal den hier. So. Einmal V. Rip. Auf der Linie. Halt. Auf dieser Linie. So, und wir haben auf dieser Linie ist nur unsere Hütte hier unten. Und auch hier würde ich praktisch nach hinten das Wasser als Turm hochlegen wollen. Das war ja schon der Bewegungsradius. Irgendwie passt das nicht. Oder? Doch, passt. So, hüpfen wir mal hier runter. So. Und hier wäre eigentlich eine schöne Ecke dafür. Dann muss ich. Ah, ich habe das Fahrzeug oben vergessen. Wo ist es? Das Schöne ist, das Ding ist so robust. Ich muss es nicht mal einstecken. Ich kann einfach in den Abhang runterfahren. Es passiert nichts. Attacke. Cool, wa? So, stellen wir es mal ein bisschen kleiner. Und hier hinter stürzt uns nämlich nicht. So, mal ein bisschen einpendeln hier. So. Mal gucken, dass ich nicht zu weit nach hinten komme. Eins geht noch. Ja. Ja, es ist zwar schön, aber du kannst halt verdammt viel Schaden mit dem Ding machen. Was du dann wieder mühevoll reparieren musst. Na. Na komm, lenk doch mal. Ist schon witzig, wie man sich dran gewöhnt, dass ein Fahrzeug nicht auf irgendeiner Achse lenkt. Ja. Gut. Das bisschen können wir dann füllen, wenn wir es brauchen. So. Und das gleiche Schema F wie mit dem Wasser zuvor. Wir setzen uns hier einfach einen Block. Den würde ich jetzt aber hier hinten setzen. So. Hier soll unser Rohr drauf liegen. Ich hoffe, ich habe jetzt genug Eisenplatten im Lager. Rohre. Sind sie da? Gib mir das mal auf die 7. Und das brauchen wir jetzt nicht. Das geben wir auf die 6. So. Ich setze den praktisch hier drauf. Und das gleiche auch hier, bis wir oben sind. Ja, erfüll die Dinger hier zwar mit Grünzeug. Ah, seht ihr? Mein Fehler, ich habe den Block nicht nach unten gesetzt. Ich wollte ja gerade raus. Naja, wie gesagt, wir alle kennen das Vorführeffekt. Ich mache nochmal schnell glatt.
beziehungsweise vorher setze ich mir mal den Block nach oben, wo ich raus will. Da. Ja, man muss sich halt irgendwie zu helfen wissen. Wenn das Spiel das nicht hergibt oder noch nicht hergibt. Dann muss man sich da selbst den Weg schaffen. So. Also auch hier wieder. Ja. Einmal. Man könnte das unten drunter einfach wild durchseppen lassen, das Rohr. Aber das Problem ist bei Rohren, wenn die schräg sind, also bereien können wir dann später, haben wir dann das Problem, dass wir, wenn wir unten drunter was bauen wollen oder wenn wir es wegreißen müssen, dann ein Problem bekommen. So, wir gehen in den Block hinter. Achso, Tja, da war wieder was. Ich vergesse es jedes Mal mit der Drohne. Jedes Mal. Weil hier stürzt nämlich nicht. Gib mal das Ding her. Wir machen uns hier ein Loch. Hab's vergessen zu gucken, auf welcher Höhe wir sind. F3 ist dein Freund. Rip. So. Das Rohr ist hier. Wir gucken auf Block Höhe 68. Soll ja auch gerade durchgehen. Wir gucken auf Block 68. Okay. Dann passt das schon mal. Machen wir die mal noch weg. Müsste rein theoretisch nicht, aber vorsichtshalber, wir können es ja wieder auffüllen. Ja. Wir gucken immer noch auf Block 68. Okay, das setze ich mir nochmal als Marker für die Mitte, damit ich nicht aus der Flucht komme. So. Setz mein Rohr hier rein. Müsste hier Block 68 haben. Ob es gerade ist, sehen wir ja, wenn wir Alt drücken. Das passt sozusagen. Alt gedrückt, das passt. So, wir haben das Wasser dort hinten. So, und jetzt können wir überlegen, auf welcher Seite wir hier sozusagen unseren Auf- und Abgang bauen. Und das sieht nämlich sogar relativ sportlich aus. Dort wieder rein. Dort wieder runter. Halt, das war das Falsche. Das sieht wenigstens aus wie gewollt. Weil da quetscht die Bänder nämlich so komisch. Und ich glaube, ab einem gewissen Stadium ist Material einfach nicht mehr, zumindest mit den Grundmaterialien, nicht mehr das Wilde. So. Dahin. So. Wir haben eine saubere Spirale nach oben. Dazwischen, das bereinige ich dann noch. Und kann man natürlich genauso wieder dann verfeinern oder vervollständigen, wie wir es auch anders gemacht haben. Die Blöcke einfach rauslöschen, die dazwischen sind. Und dann ummanteln mit was auch immer. So.
Und jetzt haben wir hier, wir schauen hier in der Achse auf dem Block 720. Dort wollen wir hin. 720. So, mal gucken, ob wir dann noch einen Anschluss frei haben. Wäre praktisch hier. Ah, ist natürlich jetzt doof, weil wir hier bei 720 keinen Block haben. Oder keine Kreuzung haben. Aber das stört nicht. Hier. Du bist Block 720. Dann schmeißen wir das Ding hier raus. Nein, das hätte ich bald das Falsche wieder weggemacht. So. So. Na. Das Ventil hat Wasser. Ja, und hier unten, das ändern wir sowieso nochmal, weil es gibt ja neue Wasserpumpen. Müssen uns nur merken, dass wir hier den Block verwendet haben. So. 720, wir gucken auf Höhe. Untergrund 49. Ja, zack. Hab ich wieder vergessen, dass wir mit der Drohne unterwegs sind. So, wir brauchen den Block 720. Der wäre hier. Was haben wir gesagt? Höhe 49, ne? Und jetzt kommen wir hier hinten. Ja, nicht so tief. Weil hier hinten stürzt ja nicht. So, das ist Block 49. Die anderen machen wir wieder zu, damit die nicht stören. So. Na. 720. So. Und hier hinten muss es ja nicht schön aussehen. So. Sprich, wir haben hier oben jetzt eigentlich Wasser. Nee, eigentlich nicht. Weil die Garage ist noch nicht angeschlossen. So. Na, geht doch mal weg. Dass der sich mitunter so beharrlich weigert, so. Den haben wir. Na. Mit alt geguckt ist. So. Sprich, das Rohr geht jetzt hier ordentlich unten drunter schön durch. Sollte mit den anderen nicht tangieren, die hier lang gehen. Hoffe ich. Sonst kriege ich nämlich ein kleines Problem. Ach, das war ja hier hinten. Und jetzt haben wir rein direkt hier, wenn alles gut geht. Hier volles Wasser. Da. Super. Ja, und wenn der Turm dann verkleidet ist und auch noch schön aussieht, haben wir sozusagen das Ziel erreicht. So, die Rohre sehen halbwegs schön aus. Halbwegs, ja. Und wenn wir das jetzt nicht mehr brauchen, machen wir die einfach zu. Hey. So schön wie die Funktion ist, dass du hier irgendwo reinbacken kannst, dass er dich wieder von alleine rausbackt. Aber so nervig kann das auch sein.
war es Beton, du kommst da wieder rein. Achso. Da unten drunter war jetzt nichts. Jetzt. So viel Zeit muss sein. Ja. Gut. Ja, dann mache ich das mal schnell weg und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja. Es ist geschafft. Farbwahl ist natürlich jedem selbst überlassen. Aber so sieht's aus. Und wer die Rohre nicht mag, macht halt den Turm ein bisschen breiter. Dann überdeckt es die Rohre. Oder wer es eckig mag oder wie auch immer. Ja, jedem selbst überlassen. Aber so einfach die Problemlösung. Ja. Kurz und knapp das. Gut, also die Folge wieder rum, aber wir haben was geschafft. Wir haben Wasser hier oben. Und ich kann dann hier hinten Gummi produzieren, ohne dass wir jetzt hier eine riesen Freileitung legen müssen. Da, Wasser ist da. Das lassen wir mal noch offen. Mal schauen, wie wir das dann zumachen oder mit was. Oder vielleicht müssen wir da nochmal ran, weil wir es verteilen wollen. Ja. Drei Lagerhäuser, eine Wasserleitung und eine zwei tolle Ideen, wie man Wasser bzw. Materialien senkrecht transportiert. Mehr oder minder. Und das ist doch, ich finde, eine sehr schicke Lösung. Wer es übertreiben will, kann das natürlich rechts-links machen. Rechts-links ist sozusagen jedem selbst überlassen. Ich finde es so ganz cool. Gut, dann war es das schon mal wieder für die Folge. Ich habe noch zwei Flächen mit Beton zuzuschmeißen. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Runde. Und dann mal schauen, ob wir dann vielleicht die Lagerhäuser schon mal anbinden können. Also in diesem Sinne, like die Folge, abonniert den Kanal, schreibt mir eure Meinung und Gedanken gerne in die Kommentare und schaltet wieder ein und dann wird es hier weiter spannend oder bleibt spannend interessant. Also bis dahin, Tschüssikowski und bye bye.